Ich begrüße euch zur 22. Folge Let's Play Civilization 3 mit Mitgezwitschert und wir sind im Krieg und wir haben Köln und Jena verloren, Jena inzwischen wieder zurückerobert. Und jetzt soll es natürlich der nächste Schritt sein, auch Köln wieder zurückzuholen. Im Gegenzug dafür, dass die Russen mit uns den Krieg angefangen haben, na gut, angefangen nicht direkt, haben wir, aber dass sie zumindest den Bündniskrieg ausgerufen haben mit den Engländern und Franzosen, haben wir uns jetzt inzwischen schon die Städte Jakutsk und St. Petersburg unter den Nagel gerissen. Und ich hoffe, dass es auch so gut weitergeht. Mit unserer immens starken Einheit Kavallerie sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Kavallerien kann ich hier auch wieder in Bewegung setzen, weil die haben ja jetzt den Musketman als Verteidigung da. Jetzt zwar den Krieger gekrallt und umgelegt, aber jetzt ist die Frage, ob er das auch. Also, der wird wahrscheinlich jetzt angegriffen werden von dem Longbowman, gegen den er sich relativ schlecht verteidigen kann. So, da war unser Ziel. Immer noch. Unsere Boote klären auch langsam die ganze Welt auf und entdecken die ganze Karte. Im Süden sieht es ja noch ein bisschen schlechter aus. Im Norden sind die Landlinien schon sehr gut verzeichnet. Diese Stadt ist rasch erobert. Das war jetzt tatsächlich ein bisschen schlecht. So, hier werde ich jetzt wahrscheinlich den Longbowman verlieren. Sage ich ja. Ich hätte doch mit meinem Longbowman eher den anderen Longbowman angreifen sollen, weil der Krieger wäre schlechter im Angriff gewesen als der Longbowman. Naja, im Nachhinein lässt sich das natürlich einfach sagen. Ja, weitere Kavallerien werden hier hergestellt. Jetzt werde ich hier mal reingucken. Hat Hamburg denn schon alles ausgebaut? Hat Hamburg tatsächlich.
könnten das Shakespeare-Theater bauen. Ich weiß gerade gar nicht, was das macht. Da werde ich gleich nochmal in die Civiclopedia gucken. Was macht das Shakespeare-Theater? Aha, in der Stadt. Naja gut, das bringt mir jetzt nicht so viel. Da brauche ich natürlich eine Stadt, die extrem wachsen wird. Zum Beispiel Leipzig. Wenn Leipzig ein Krankenhaus gebaut hat, dann wird die sehr stark wachsen. Das ist schon absehbar. Also da weiter. Oh, Erfurt ist vollkommen ungeschützt. Das ist ja interessant. Gucken, ob ich da noch was tun kann. Wenn ich schnell auf eine Verteidigungseinheit umstelle. Gut, der Warrior, der wird mir jetzt nicht viel bringen. Naja, besser als die Stadt zu verlieren. Vielleicht habe ich noch eine Chance mit dem Warrior. Da kommt auf jeden Fall auch ein Archer. Das macht es schwierig. Da muss ich mal kurz zur Regenerierung zurückziehen. Die müssen auch kurz regenerieren. Und da werde ich eine weitere Stadt bauen. Und ich nenne sie Kiel. Kiel. Tatsächlich eine Hafenstadt, die ich noch nicht gebaut habe. Oder deren Namen ich noch nicht vergeben habe. So, Potsdam hat jetzt auch diese Luxury schon bekommen. Das ist schön. Und ich werde auch gleich das Eisen anbinden. Damit gehört Köln wieder mir. Soll ich den Riffleman hier reinziehen? Ja, und hier werde ich weiter auf die Russen losgehen. Hier will mich ja anscheinend schon wieder eine Einheit angreifen. Das wollen wir natürlich nicht zulassen. Ja, haben wir denn Orte auf Inseln? Ja, wir haben, wie heißt denn, Sassnitz. Sassnitz heißt die Stadt auf Rügen. Wird die so geschrieben? Ich glaube ja, oder mit SZ, aber SS umschreibt ja auch ein SZ. Sehr gut. Und hier wäre es vielleicht ganz sinnvoll, Nachschub zu holen. Im Sinne von Arbeitern und Verteidigungseinheiten. Gera habe ich noch nicht. Doch, habe ich. Jena, Gera, Erfurt. Leipzig, Dresden, Augsburg, Regensburg.
Ja, was gibt's denn noch so? Mir fallen keine deutschen Städte mehr ein. Mainz. Sehr gut. So, den Warrior, auf den kann ich verzichten, weil da kommt ja gleich einer zur Verteidigung. Draft sorgt dafür, dass wir einen Riffleman bekommen. So, die Franzosen wollen uns jetzt auch angreifen und ziehen mit jeder Menge Einheiten auf mich los. Ja, okay. Na, wie heißt er? Der Krieger wurde nicht schnell genug gebaut. Das heißt, Erfurt gehört jetzt den Russen. Sogar den Russen. Königsberg ist nun auch erstmal fertig. Denen fehlt noch eine zweite Verteidigungseinheit. Zum Glück. Ja, hier fehlen generell Verteidigungseinheiten noch. Dann wollen wir die mal als nächstes angehen. Das Coastal Fortress. Das musste ich jetzt mal gucken, was das überhaupt macht. Ansonsten werde ich hier als nächstes natürlich auch eine Cavalry bauen. Eine großartige. Coastal Fortress. Als City Improvement. Ja, okay, das so. Sorgt für eine verstärkte Verteidigungskraft gegen Schiffe. Das ist jetzt nicht so notwendig. Du wartest. Immer noch die Resistor. Und da soll die zweite Stadt gebaut werden. Und die nenne ich. Ja, die nenne ich. Münster.
So, mit dem Schiff werde ich hier mal das Schwarze wegmachen. Diese Kavallerie versucht auch hier weiter diese verschiedenen Feindeseinheiten anzugreifen. Vielleicht auch hier hinziehen. Das ist auch keine schlechte Idee. Mal hier hinzuziehen. Ja. Und hier bin ich endlich am Ziel angekommen und baue dort eine weitere Stadt, die ich irgendwie nenne. Bremerhaven fehlt doch noch. Hafen? Wird das mit V geschrieben? Bremerhaven? Keine Ahnung, ich baue es halt einfach. Das ist ja nicht so wichtig. Der wird festgesetzt und ich baue natürlich als erstes ein Courthouse. Der kann gleich automatisiert werden. Erfurt holen wir uns wieder zurück. Gleich in der nächsten Runde. Da braut sich auch noch mal was zusammen. Hier haben wir eine Bibliothek gebaut. Und als nächstes werde ich hier noch eine weitere Verteidigungseinheit bauen. Diese Einheit muss ich kurz regenerieren. Irgendwo hatte ich hier doch zusätzliche Angreifer. Okay, der wird mir jetzt auch nicht gleich zu Schaden kommen, aber mittelfristig schon. Die Einheit auch kurz regenerieren. Was haben wir hier noch so? Ein Swordman, den können wir auch mal aktivieren. Mit dem vielleicht versuchen, diese französische Kolonie dort oben platt zu machen. Oder vielleicht auch mit beiden Einheiten. Ich noch eine Runde warte.
Sehr gut. Den werde ich jetzt hier hochschicken, um diesen aggressiven Bogenschützen dort anzugreifen. Der kommt gleich mit. Und die Rückeroberung von Erfurt lässt auch nicht lange auf sich warten. Da freuen sich auch die Ureinwohner. Aber diese Stadt muss erst einmal verteidigt werden. Nehme ich auch mit nach oben, weil hier kommt ja auch noch mal eine ganze Menge auf mich zu. Wir einen Marktplatz gebaut. Jetzt kommt noch eine Bank dazu. Ah, Medizin. Medizin ist nur eine Brückentechnologie. Jetzt kommt als nächstes hier sanitäre Anlagen und dann kann ich das Krankenhaus bauen. So machen wir das. War sogar knapp. Du gehst nach Köln. Du regenerierst kurz. Du wartest mal ab. Die nächste russische Stadt, die ich erobere, gehen mir natürlich auch langsam die Verteidigungseinheiten verloren, die ich nicht übrig habe. Sodass ich immer eine Kavallerie auch stehen lassen muss in den Städten. Und auch da ist für die Verteidigung gesorgt. Jetzt muss ich nochmal in die Städte gucken wegen den... ja, da habe ich vergessen. Was zu tun. Ist auch der Marktplatz fertig. Jetzt wäre hier vielleicht der Riffleman für zwischendurch keine schlechte Idee.
Ja, hier ist auch noch gar keine Verteidigung, auch ein Riffleman. Oder auch Rifleman. Ja, das lief auch nicht so gut. Kann sich mal wieder regenerieren. Da war kein Zug mehr übrig, um den noch zurückzuziehen. Du wartest noch. Na, hier müssen wir wieder was tun. Longbowman. Und wir haben. Oh, hier haben wir auch eine Cavalry. Der kann hier mal raus. Dann nehmen wir die Cavalry. So, und hier hatten wir doch zahlreiche Einheiten abgestellt. Siedler, ja gut, Siedler, mit denen kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Hier ist zum Beispiel ein Arbeiter, der muss doch hier nicht rumstehen. Okay, hier sind jetzt anscheinend auch alle Arbeiter aktiv geworden, das ist doch gut. Wie sieht es denn hier aus? Haben die hier schon was gebaut? Bisher sehe ich noch nicht großartig was. Also wahrscheinlich verändern sie irgendwie meine bisherigen Bauten. Hier zieht man auf jeden Fall Wasser her nach Königsberg, das ist schön. Oh, Hamburg? Doch, Hamburg hat schon zwei Verteidigungseinheiten. Aber ich baue trotzdem mal einen Rifleman zur Verstärkung dieser ganzen Städte, die jetzt hier irgendwie mit Kavallerien ausgestattet werden, was ja nicht so im Sinne der Sache ist. Ja, das gleiche tue ich mal hier. Ja, die bauen ja auch super schnell, diese Orte. Und auch hier.
Urkisen wollen mit mir reden. Okay. Die sind auch schon ganz schön fordernd. Und wollen Dinge von mir haben. Nein, ey. Die schöne Kavallerie. Die kann wenigstens noch wegrennen. Auch hier ist eine Bank. Als nächstes dran. Unser Tresor ist immer noch leer. Kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, du mach mal weiter hier mit den Kavallerien. Wie sieht's denn hier sonst so aus? Von den Russen kommt nicht so viel. Ich schicke hier trotzdem noch mal einen dazu. Die Hauptstadt habe ich auch wieder eingenommen. Aber die könnte ganz schnell zurückerobert werden durch diesen Bogenschützen, der noch unbeschädigt ist. So, der Warrior ist wieder in Ordnung. Langsam siedeln sich die Römer hier bei mir stärker ein. So, ist der Gegner wieder am Zug? Ja, das war zu erwarten. Deswegen wollte ich diesen Arbeiter eigentlich auch raushaben.
Das Copernicus-Observatorium ist fertiggestellt in Berlin. Jetzt produziert Berlin noch schneller. Wissen. Schauen wir mal nach Berlin rein. 140 Commerce wird quasi hier in Wissenschaft gesteckt. Das ist sehr viel. Hier werde ich mal eine ordentliche Verteidigungseinheit bauen. Und auch diese Stadt will ich natürlich wieder haben. Und habe ich damit auch. Eine barbarische Einheit, glaube ich. So, dann werde ich hier mal versuchen, diesen Außenposten zu erobern. Das sieht ziemlich schlecht aus. Ich versuche es trotzdem nochmal, damit diese Einheit hier weg ist. Ja, fast hätte es sogar geschafft. Nein, du sollst regenerieren. Ja, Bordeaux ist natürlich durch diese Truppenbewegung dort recht gut verteidigt. Aber jetzt geht's meinem. Gut, dass er noch einen Zug hatte. Ja, die Bank kann ich auch noch bauen. Nicht ein Resister losgeworden in der ehemaligen russischen Hauptstadt. Wo ist sie nochmal? Gibt aber noch genug Resister. Hier haben sich alle beruhigt. Und hier auch. Ich also mal die Armee wieder in Bewegung setzen. Mal gucken. Erstmal die Armee an sich. Wo ist sie? Hier. Ab in diese Richtung. Ah ja. Dann eben noch den Longbowman hinzu.
Du bist auch automatisiert. Dann rennt der gleich aus der Stadt raus. Aktivieren, 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 fortifieren. So, jetzt hakt hier was. Irgendwas hängt. Das ist nicht cool. Ja, schauen wir mal, ob wir hier nochmal rauskommen. Irgendwie kommt es gerade nicht weiter. Ich hänge fest. Von daher werde ich jetzt das Spiel an dieser Stelle hart abbrechen müssen und setze es dann beim Safe Game fort. Und sei es drum, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Safe Game, wo ich das Spiel fortsetzen werde. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.